Stopp, darf ich kurz unterbrechen? Ich nehme jetzt, nehm jetzt schon mal auf. Dankeschön. Ist in Ordnung. Ich nehme jetzt schon mal auf. Kannst du mal, mach noch mal an. Mach noch mal. Damit wir das alles klären können. An, mach noch mal. Das war super. Und machst gedanklich dann eine kleine Warteschleife von 2 Sekunden und dann hat nämlich jeder seine Aufnahme gedrückt. So, bitte. Ach so, okay. Meine läuft aber schon. Auf 3? Ich denn? Ja. Hm? Also, herzlich willkommen bei Medieval. Okay. Mit dabei sind Asrak. Ja, genau, auf 3. Alles klar. Läuft. 3. Läuft. Läuft, ey. Auf 3. Schön, dass mit dem Mund Fuß nicht dreht. Nee, mach einfach weiter. Alles gut. Wir haben ja noch so viele Sachen, die wir ausprobieren können. Ich hab nur auf Urquell gewartet. Auf 3. Auf 3. Das ist super. Komm, einfach weiterreden. Alles klar. Doch, also super. Ich bin auch da. Du machst das top. Also super. Ja. Das ist super. Top, ja. Der Chat ist auch wahnsinnig beeindruckt. Also eben, Draco schreibt, die 2 Sekunden Pause passten aber. Das stimmt. Ja, genau. Oh Mann. So, ich muss mich erstmal bedanken hier. Fubofu, krass. Wieso? Wo war ich denn da? Das hat 30 Euro. Wahnsinn. Dankeschön. Krass. Auf zum fröhlichen Sterben. Wann war denn das? Wieso höre ich das denn nicht? Ich muss dann auf die Zombie-Geräusche reagieren. Unglaublich. Absprache ist alles. Dankeschön. So viel Geld. Krass. Danke. Und Virok, danke für den Follow. Ich hole das zwischendurch in meine Etappen nach. Ich kriege das anscheinend nicht. Positives muss man einfach mal so sehen. Wir sind in der Hordennacht nicht zer. Den mute ich mal ganz kurz. Nichts gegen Asrak irgendwo so. So, ein Cookie TV. Danke für die Bits. Weniger als 5 Tode. Wettschulden sind Herrenschulden. Ihr habt gewettet? Ach, wie in der Hordennacht? Dass ich 5-mal sterbe? Oder wie oft bin ich jetzt überhaupt gestorben? Lass mal kurz gucken. Naja, ihr habt schon 10 Tode geschafft, ne? What the fuck? Krass. Man muss mal kurz erfragen. Schlau, das hilft uns auch direkt weiter. Haben wir einen Händler, der eine Ho hat? Eine Ho? Wir haben nämlich Geld. Wir haben Geld von diesen Juggernauts und wir brauchen eine Ho. Wir müssen größeren Geh zu den Händler, Moment. Ja, danke. Nimm Geld mit. Also ich hab kein, auch auf der Händlerstraße habe ich kein, das könnte eine Geheimtür. Wow, ich habe eine Geheimtür gefunden. Echt? Kannst du mir die gleich mal zeigen? Ich würde die auch. Ich habe hier eine Ho. Du kannst hier zu mir kommen. Ich habe hier eine Ho. 1000 brauchen wir nur. Das 1100. Hier, wo ich bin. Und danach gehe ich zu. Well, bitte bleib da, wo du bist. Ich will mir diese Geheimtür ansehen. Du gehst zu der Kirche, wo wir waren. Du bist ja in der Nähe. Setz mal sonst einen Marker bei mir. Und dann, so. Alles klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ein Dungeon ist. Hier ist die Ho. Hier zu mir. Wir kauf bitte eine Ho. Setz den Marker, wo ich bin. Da ist auf der Straße eine Händlerin. Jo. Okay. Ich glaube, dass das hier so ein, dann gehe ich zu Well. So ein Dungeon ist. Krass. Ja, dann wartet doch, bevor ihr da reingeht. Richtig, wir warten, bis alle, die streamen, da auch da sind und dann können wir das gemeinsam gucken. Wir kaufen jetzt noch schnell die Ho und dann kommen wir. Well, ist das okay? Ja, ja, klar. Ich gehe mal eben wieder zurück, weil Absprache da unten stehen 2 NPCs auf der Treppe, die sich einfach nur gegenseitig angaffen und ich habe das Gefühl, ich mache die Geheimtür gerade mal wieder. Coole Animation. Die mache ich gerade mal wieder zu. Dann sieht das aus perfekt. Wie original für euch. Ja, ja. Läuft. Und dann könnt ihr das auch mal. Richtig. Weil dann wissen wir nämlich auch, worauf wir achten müssen. Hast du schon gekauft, oder? Nein, ich bin auf dem Weg. Okay. Ich war noch bei dem anderen Händlercamp gewesen. Mhm. Wer hechelt denn da draußen so heftig? Ich. Marco, mein Charakter ist nicht der fitteste. Gerade Raucherpause gehabt. Weißt du, wenn die virtuellen Charaktere schon am Schwächeln sind, ne? Dann ist so. Wo bist denn du? Ich bin jetzt gerade im ersten Stock, aber ich komme jetzt gleich runter. Hast du eine Ruhe? Hinter dir ist noch, Achtung, ich habe noch eine. Fackeln eingesammelt. Warte mal, ich komme mal. Hey! Ich hab ihn. Weißt du was? Mein Chat hat mir gerade gesagt, dass ich eine hohe Inventar habe. Und das stimmt, ich habe eine. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, die werde ich irgendwann eingesammelt haben. Wollen wir eben. Darf ich die haben, Kraft? Ich gehe mal warten, eben, klar. Wollen wir draußen warten? Ach, die sind doch gleich nebenan hier. Ja. Die sind doch gar nicht weit. Wir sind gleich bei dir. Ja? Der wird doch wieder aggro hier, der Typ, oder? Nee, alles gut. Ja? Geil, was ist die Axt her? Klar, Michi hat 3 Stück davon gemacht.
So, komm, wir gehen mal jetzt zu Well. Genau, damit wir und für Frau Grüne, danke für den Follow. Sobald mir jemand Eisenstreifen machen kann, baue ich für jeden Axt und Michi und Gottes Hand, magst du nichts? Mitkommen? Meine Fresse, der schlägt mich hier tot, ey. Musst du doch gesehen haben, dass der auf mich zurennt, oder? Nee, ich hab gerade kurz war abgelenkt, er ist tot. Abgelenkt? Okay, boah. Dann zeig ich. Ja, ich hab gerade. Oh, hier ist eine Waffe für mich. Ah, nee, Hunting Knife brauche ich nicht. So, wo ist denn diese Waffe? Hunting Knife brauchst du trotzdem, wenn du mal irgendwo Fleisch ausnehmen willst, brauchst du das ja, Hunting Knife. Ich hab ein größeres. Meinen Sie es größer? Dann soll jemand anders das nehmen, der noch keinen ja, Messer hier, hat. Ja, hier, wo ich hier bei Jakob. Ist die zu? Oder war. So. Hier lang? In die Fässer? So, pass auf. Hier, aha. Tür. An, kann Moment. Er mal kurz. Ja. Einer nach dem anderen. Ah, ja, reinkommen. Okay, ja, mach, ich hab's gesehen. Hier, mach auf. Mach ruhig das Gitter. Also, oder zeig Astra mal die Gittertür, dann kann er die eben genau. Aufmachen. Einfach aufmachen, die Gittertür. So, dann war hier rechts noch ein Bücherregal. Wenn wir alle mal in diesen Raum reingehen, da passen wir nämlich alle rein. Wo ist Shade denn? Hier. Ah, da. Ja, und dann einfach mal. Geil, ne? Geil, ja. Wie hast du die auf... Einfach E drücken. Steht dann auch drauf. Press E to open secret door oder sowas. Nein, nicht wieder. Lass doch mal zu. Ich will nämlich gucken, was da steht. Asrak liest jetzt erstmal Wände. Nee, steht gar nichts. Okay, da steht gar nichts. Du musst einfach... Ja, aber ist doch auffällig, die Textur. Ist doch, die Textur ist da auffällig. Ja, ich will nur wissen, ob es da einen Haken gibt oder sonst was. So, könnt ihr mal vorgehen und Jade, pass auf, da stehen gleich zwei NPCs unten. Und so könnt ihr mal vorgehen. Ja. Tun die was? Hallo? Ich gehe davon aus, dass wir da nicht durchkommen, Heile. Hallo, mach ja, mal bitte zur Not nicht gegenseitig blockieren, sondern reinstürmen und dann halt umboxen, fertig. Ich versuche die wegzuschubsen, warte. Soll ich den hier nicht gleich mal auf Verdacht killen, für ja, den Fall, dass er bösartig ist? Die stehen uns auf dem Weg. Nachher müssen wir schnell flüchten und dann kommst du nicht weg. Okay, der ist weg. Der lässt 6 Goldmünzen, das ist sehr vorbildlich. Alles klar, durchgehen, weitergehen, keine Klümpchen bilden. Keine Klümpchen bilden. Das ist ein Knast? Tatsache, das ist wirklich ein Kerker. Na, Kytolinchen hat nicht zu wenig versprochen. Was ist denn das für ein Geräusch? Oh, wie geil. 1000 Gold. Danke. Jetzt muss man natürlich die Türen absuchen, die Wände, ne? Also. Nee, die Textur sah doch sowas von auffällig aus, da musst du nicht wirklich absuchen irgendwie, weißt du? Nein, hier jetzt. Ja, aber die Textur wird doch auch so auffällig sein. Das weiß ich doch nicht. Ja, es wird so eine auffällige Drück-mich-Textur. Ey! Drück-mich-Textur sein, glaube ich. Ich gehe davon aus, dass es immer der Fall ist. Aber also, da war auch nichts. Noch eine Geheimtür hinter der Geheimtür wäre schon komisch, oder? Aber geil, oder? Ja. Aber sehr interessant, was man hier so alles findet, ne? So, und wir haben das alle im Bild. Das finde ich auch sehr schön. Was hast du denn da für eine fette Waffe, Asrak? Was ist denn das? Das ist eine Runenaxt. Ach, das ist die Runenaxt. Ah, okay. Ja, ich glaube, das ist Runenschwert. Geil. Alter, das ist ja auch ein schönes Gerät, was du da hast, Michi. Zieh noch mal. Was für ein Prügel. Guckt euch das mal an, ey. Das ist aber auch ein Meinungsverstärker, oder? Ich muss mir das draußen angucken. Das ist ja geil, meine Fresse. Geballte Demokratie in den Händen. Achso, und hier, wenn ihr nach wieder nach oben kommt, kommt ihr doch wahrscheinlich, oder? Weil ich glaube, hier ist nichts mehr. Und ihr lauft geradeaus dann, also nicht die Treppe hoch, sondern geradeaus und dann am Ende links, wo der NPC gerade noch drin hängt, den will ich vielleicht auch mal eben beseitigen. Da ist diese Alchemiestation. Ah ja, ich brauche die Stühle. Aber wir haben doch eine Alchemiestadt bei uns, oder? Ja, aber vielleicht können wir die hier abbauen. Moment, wir haben eine Alchemiestation? Ja, wir haben im alten Haus eine... Ach, guck mal, der hat sogar einen Mortar oben drin. Dann, den habe ich da reingesteckt. Nee. Dann nimmst du den bitte raus, weil sonst ist er weg. Ja, gut. Den habe ich da extra reingedrückt, weil der gehört da nämlich rein, der Mörser. Ich wusste nicht, dass wir einen haben. Pass auf, dann baue ich die mal eben ab. Ja, hat einer eine Range? Vielleicht gibt's damit ja komm schön. Nur Holz raus, komm nur Holz Michi, raus. Michi hat eine Range. Ja, ich habe auch eine Range, aber kommt nur Holz raus und ein Cauldron kommt raus. Aha. Okay. Na gucken, was ist oben? Oben ist glaube ich nichts mehr, da habe ich ja schon alles gelootet gehabt. Vor der Horde noch, also vor der nicht vorhandenen Horde. Oh ja, das ist ein schönes Schwert, was du da hast, Arn. Das ist so sehr attraktiv. Das habe ich bei uns in den Kisten gefunden.
Ich bin kein... Recht hat er. Nein, bei uns? Ja. Okay. Schön interessant. Habt ihr jetzt so eine Schaufel? Was habt ihr gesucht? Keine Schaufel. Ihr habt eine Ho. Habt ihr eine Ho bekommen? Ja, ich habe eine Ho. Ich werde den Garten jetzt anlegen, größer machen. Mhm. Ja, ich hatte eine. Brauchen wir noch einen Eimer? Einen zweiten Wassereimer? Ich habe einen dabei. Ich weiß gar nicht warum. Der ist sogar voll mit Wasser. Ich habe noch einen weiteren. Ich bin der Bevölkerungsmanager, genau. Oder Entvölkerungsmanager nennt man das jetzt auch. Aha. Farming Merchant. Okay. Also ich gehe jetzt erstmal wieder nach Hause. Ich würde mich ganz gerne mal auf den Weg machen und mal die Gegend versuchen zu erkunden. Mach das. Also so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Einfach mal in irgendeine Richtung laufen und... Ja, klar. Ja, Mäuschen, willst du mit? Ja, ich muss noch ganz kurz gleich auf die Strecke und dann können wir los. Ich habe einen Händler gefunden, der hat Glue, Ropes, ja. String, also Seile, Federn, Cooking Pot und was nicht alles. Brauchst du noch eine Ho? Ich habe auch eine gefunden. Nee, ich hab jetzt eine Ho, alles gut. Okay. Wo steht denn hier die Alchemie-Station? Iron Hatchet. Unten stand die. Okay, dann gucke ich mir das mal an. Iron Hatchet, mit was fällt ihr denn die Bäume? Macht ihr das mit einer Iron Hatchet? Wir haben noch keine Bäume gefällt, aber es gibt eine Iron Axe und die Iron Hatchet. Kannst du mal gucken, was hat die für ein Item-Level? Ach nee, du könntest die kaufen. Lila, 500. Ja, kauf die nicht, wir können welche herstellen. Okay. Also gut, Lila nicht, aber 500 ist jetzt ja nicht so viel, ne? Aber ich kann ihm was verkaufen. So. Also wir können die selbst herstellen mit Item-Level 200. Okay. Ja, okay. Vielleicht auch okay. Wer weiß, wofür wir die 500 noch brauchen, weißt du? Oh, ich hab mich so erschreckt, ey. Wahnsinn. Steckt man ja nicht drin. Duke, vielen Dank für das Abo. Vielen lieben Dank. Total geil. Sub. Yay. Viel Spaß mit dem Emoji. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und da ist er auch schon und sagt Hallo. Ja, Tag. Dankeschön. So, jetzt erstmal Bäume pflanzen. Das ist vielleicht erstmal schlauer. Gotteshand? Ja. Könntest du mir noch mal eine Stone Axe herstellen irgendwie? Ich kann dir Steine eben geben, weil du... Ich meine, es ist nur noch Level 51 und... Was ist denn ganz kurz ab, ja? Warum kriege ich immer die Fänge? Das ist doch ein Arschloch, ey. Baue ich dir gleich, warte. Ich bin gerade hier am... ausluten. Kleiner Racker. Genau. Ne? So. Bevor ich loslaufe, dass ich da noch eine habe. Ich habe zwar die Feuer-Axt. Haut der mir auf die Backen. Aber so für andere Sachen ist ja vielleicht auch so eine Steinaxt auch nicht unpraktisch. Irgendwie, ne? So. Bin gleich da. Ja. Ach, das ist voll. Elixier auf Rejuvenation? Verjüngungselixier oder was ist Rejuvenation? Okay, irgendwann hat die Kiste links oben abgeschlossen. Ich weiß nicht, wer die gesetzt hat. Aber über die dem Campfire... Die ist nicht abgeschlossen, ich bin da drin. Hä? Du bist doch gar nicht... Ach, Krake. Da, was heißt denn so? Jetzt kannst du rein. Du warst eben noch gar nicht da. Doch. Nee. Ach, übrigens, Mister, ich hol mir die Augen voll. Du hast doch ein Buch gefunden wegen Alchemie. 3 von 3, ne? Mhm. Ich habe 2 von 3. Das lege ich dir jetzt in den Schmelzofen hier links unten. Da ist es drin. Bitteschön. Du packst Papier in Schmelzöfen. Ah, okay. Ja, dann weißt du, was ich meine da. Ne? So, oh, wir haben eine Iron Double Axe. Was macht die denn? Die macht einen Block Damage von 47 und die macht einen Block Damage von... Also die Feuer-Axt ist schon gut, sag ich mal so. Die Iron... das brennt ja wie die Zunge. Die Double Axe macht... Es gibt eine Zwergen-Axt. Ja, die habe ich reingepackt. Ich habe unten eine Kiste gestellt. Da sammle ich jetzt alle Waffen rein und packe die da unten rein. Die Kiste steht aber oben im Turm. Ja, oben im Turm, aber auf dem unteren Podest. Ja, das stimmt. Hammer, das sind immer noch... So, dann haben wir hier... Aha, die habe ich da extra mitgenommen, weil die geil aussehen.
Übrigens, hast du die Alchemiestation gefunden, Rockwell? Die ist hier bei mir, hinter dir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin hinter dir. Geil, sehr geil. Nee, die habe ich, hab ich noch nicht gesucht gehabt eben. Da war ich abgelenkt noch. Da ist ein Mörser drin, okay. Mhm. Die ist ja schon voll ausgerüstet, auch mit dem Philosophenstein. Hat Plan gemacht. Krass, wo hat er sowas denn her? Ah, das sieht doch gut aus. Ich brauche nochmal irgendwas zu essen, bevor ich loslaufe. Ey, oben Essenskiste, und oben. Nee, da war nichts, da war nichts mehr drin. Da war ich eben gerade drin. Die eine ist Ich habe reingetan. Die eine ist komplett leer, in der du eben warst. Da ist nichts irgendwie Essbares drin und in der anderen war auch nichts drin. Zwei Brote sind da drin, ganz links die Kiste bitte. Ich wollte nur, bevor ich jetzt loslaufe. Ja, ja, hau dir die zwei Dinger rein. Ich guck, dass wir was essen machen können. Nee, ich esse nur ein Brot davon. Das muss reichen. So. Okay. Deinen Äxel mache ich dir dann draußen, wenn du soweit bist. Ja, ich komme raus. Ich bin da. Ich will los, weil sonst wird es dunkel irgendwann. Ich komme da nicht wieder zurück. Ich bin ja da. Eine Axt liegt hier oben auf dieser Kiste. Fell. Hinter dir. Hinter dir? Kann ich sagen. Ich bin draußen auf der Straße. Doch, auf der Straße ist keiner hinter mir. Auf welcher Kiste? Ich war hinter dir. Also hier ist einmal eine Axt. Achso, okay, das reicht mir. Eine reicht mir. Super, dankeschön. Super. Ja, bitte. Top. 1A. Wo wird denn die Häute werden nochmal zu Leder gemacht? Ich habe das schon mal gefragt, ich weiß. Aber wo werden die zu Leder gemacht? Die Tierhäute. Ich meine, du musst ein Buch lesen dafür. Einfach nur draufklicken und dann umwandeln. Ja. Nee, macht er nicht. Dann gib mir das, was ich kann's. Hat er wieder ein Buch gelesen und ich... Bist du oben? Ja, ich bin oben. Über der Schmiede ist eine... das sind 18 Animal Hide. Bitte dann auch mal in Leder umwandeln. So, wo soll ich denn mal hingehen? Ich glaube, ich gehe mal in südlicher Richtung. Was ist denn von mir? Ich habe jetzt hier 262 Eisen. Wo soll die hin? In die obere Kiste. Da ist das Eisen drin. So, ich stelle weiter Trinksäcke her, damit wir ordentlich trinken können. Dann müsstest du mir jetzt mal das Zeug geben, dann mache ich dir dein Leder. Kann jemand von euch hier in diesem Gerät Eisenstreifen machen? In welchem Gerät? In den hier? Den hier oben auf dem Ofen. Kann gerade nicht drauf zuweisen. Nicht gelernt. Eisenstreifen musst du aber nicht in diesen. Das musst du nicht lernen. Du also musst, ich kann es nicht herstellen. Ich kann es auch nicht herstellen. Aber bei dem Händler ging es doch. Nee, geht hier auch nicht. Kann ich auch nicht. Aber beim Händler ging es doch. Wir hatten das beim Händler hergestellt. Ich habe es nur rausgeholt. Ja, das war ich. Okay, dann musst du das mal bei uns probieren, ob du das machen kannst. Habe ich gerade. Kommt es nicht. Soll ich dein Leder machen? Dann müsstest du mir dein Dings machen. Seid ihr richtig? Seid ihr sicher, dass das... Was fürs Dings? Dein Fell, was du da hast. Das ist doch da in der Kiste. Hier ist ein Pferd, aber es bewegt sich. Warte. Hier ist ein Pferd, was sich bewegt. Ja, das kann man einfangen. Okay. Kann das sein, dass du das Leder scrapst? Warte, ich bin ja dabei. Scrappen, ja. Ich guck auf Rezepte, Alter, dann kann ich auch selbst. Du meinst das Hide scrappen, oder? Ja, Hide. Mhm. Ja. Ihr kennt den Unterschied zwischen herstellen und kaputt machen, oder? Ich meine jetzt auch im richtigen Leben. Ihr habt immer gesagt, nö, kann ich herstellen. Also scrappen ist ja das genaue Gegenteil von herstellen. Ja gut, aber wenn ich einen Tisch scrappe, dann stelle ich ja kleine Späne her. Pack das umgewandelt da wieder rein gleich. Ja. Also Leder wird eigentlich in der Gerberei irgendwie, also das kannst du nicht einfach auseinanderreißen irgendwie, wenn du da, ne, so. Ja, aber ich meine... Das Leder ist da drin, ne? Ja, danke. So... Die nächste Waffe packe ich unten rein. Ich geh's mir auf den Berg rauf und guck mich da mal um. Kefki, guten Abend. Battlestrips, mal kurz gucken, ob ich das lernen kann. Ich steck nicht wieder meinen Arm in das Pferd. Es ist okay. Pferd, lauf! Das wird ja angefeuert. Irgendwie so. Das Abendpferd. Irgendwie müssen wir da ein Buch lesen. Was ist das denn? Ist hier ein Händler in den Berg gebackt? Hier ist. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Warum kann ich dir nicht ansprechen, Lady? Achso. Hier irgendwie Rohrbruch im Turm, hier ist Wasser. Was? War das dein Baumstamm? Jetzt bist du aggro, weil ich einen Baumstamm gelootet habe? Du hast doch eine Macke, hast du doch, oder? Die spinnt doch. Oh. Morgenstern bekommt ihr nicht. Bekommt ihr nicht gut. Wer von euch hat noch keine Feueraxt?
Ich. Ich. Okay, ich packe euch oben bei der Schmiede rein, eine Kiste, ja? So, ich besorge hier ein bisschen Holz mal eben. So. Eine Pike brauche ich. Muss ich hier mit dem Kampf. Wow, das dauert ja. Wundert euch nicht, wenn ihr mit der Feueraxt auf den Baum schlägt. Die ist nicht kaputt. Wenn ihr die Maus gedrückt haltet, dann macht die immer zwischendurch 2 Sekunden Pause, bevor sie das nächste Mal schlägt. Das dauert ja, echt lange. Wem ist denn dieser Schlafsack, der hier owned by Valkyrie? Kannst du deinen Schlafsack aus unserem Garten rauslegen und irgendwie ins Haus oder so? Nein, weil ich gar nicht mehr da bin gerade. Ja, ich verstehe. Soll ich Schnee mitbringen oder sowas? Ja. Ja? Bitte. Wenn es sich ergibt, bring mit. Ich sehe Schnee hier im Hintergrund. Ja, ja. Kann ich mir eine Steinschaufel nehmen? Ja, kann ich. Wir sind übrigens bei 20 Minuten, fällt mir gerade ja, so auf. Ja, dann ist es Zeit, jetzt Arne zu bitten, eine Folge zu beenden. So. Nein, es geht uns nur darum, ja, vollkommen klar. Sowas mit dir. Nein, wir müssen uns wahrscheinlich 2 Folgen mal ausfallen lassen, weil wir uns jetzt eine ganze Weile nicht mehr wiedersehen. Und wir sind beide ganz traurig darüber. Also ich, du auch, oder? Ja, siehst du? Oh. Arne? Ja, deine Antwort? Dein Job. Was soll ich sagen? Abmoderieren. Abmoderieren, okay. Ja, zack, zack, komm. Das war's heute wieder von Medieval und den Wilden 5. Das macht er gar nicht schlecht, kann er immer machen jetzt. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den anderen folgenden Videos. Schönen Abend noch. Ciao. Schönen Abend und auf 3.